Leif Erik Sander, Sandra Ziesek und Carsten Watzel gehören zu den führenden Wissenschaftlern in Deutschland, wenn es um Infektionskrankheiten geht. In Bezug auf den Grippeschutz ist ihre Aussage eindeutig. Impfen. Dabei spielt es keine Rolle, ob man gegen Corona geimpft ist oder schon eine Corona-Erkrankung durchgemacht hat, sagt Virologin Sandra Ziesek von der Uniklinik Frankfurt. Ganz im Gegenteil. Wenn Sie einen schweren Verlauf hatten einer Coronavirus-Infektion und noch Spätfolgen haben an der Lunge zum Beispiel, dann macht es auf jeden Fall Sinn, sich gegen die Grippe impfen zu lassen, um nicht weiter die Lunge zu belasten. Corona ist eben keine leichte Grippe. Beide Krankheiten können theoretisch sogar parallel auftreten. Sie betreffen die Atemwege und können schwere Verläufe haben. Das war's aber schon in Sachen Gemeinsamkeiten. Carsten Watzel, Immunologe der TU Dortmund. Also generell muss man ja sagen, die Impfung gibt einen spezifischen Schutz gegen den Erreger, gegen den man impft. Das heißt, wenn ich mich gegen Grippe impfe, dann bin ich gegen die Influenza geschützt, aber nicht so sehr gegen Corona. Und wenn ich mich gegen Corona impfen lasse, dann schützt mich das vor der Corona-Infektion, aber nicht so sehr gegen die Grippe. Daher ist es schon sinnvoll, sich sowohl gegen Corona als auch gegen Grippe impfen zu lassen. Was laut aktueller Empfehlung der Ständigen Impfkommission im Prinzip inzwischen sogar gleichzeitig möglich ist, wenn nötig. Voraussetzung für die Grippeimpfung wird ein Totimpfstoff verwendet, also einer, in dem keine vermehrungsfähigen Krankheitserreger drin sind. Bei den verwendeten Stoffen für die Impfung per Spritze ist das aber sowieso der Fall. Nach einer Doppelimpfung kann es zwar häufiger Impfreaktionen geben, Angst vor möglichen Komplikationen müssen Patienten aber nicht haben, sagt Impfstoffforscher Leif Erik Sander von der Charité in Berlin. Das sind zwei vollkommen unterschiedliche Paar Schuhe. Auch die Impfung ist sehr, sehr unterschiedlich. Also das ist überhaupt kein Problem. Ich halte es unheimlich wichtig, dass man sich gegen die Grippe schützt. Die Grippe wird jedes Jahr wiederkommen, das ist eben so. Das eine hat mit dem anderen gar nicht unbedingt etwas zu tun. Sander ist auch überzeugt, durchgemachte Corona-Erkrankungen haben keinerlei Auswirkungen auf mögliche Nebenwirkungen einer Grippeschutzimpfung. Sandra Ziesek sagt, es gibt klare Empfehlungen der Ständigen Impfkommission. Vor allem diejenigen, die zu einer Risikogruppe gehören, Vorerkrankte oder Ältere, sollten sich auf jeden Fall beim Hausarzt gegen die Grippe impfen lassen. Aber auch wenn man viel Kontakt hat zu anderen Personen, zum Beispiel im Krankenhaus arbeitet oder auch als Verkäufer arbeitet, macht das sehr viel Sinn, sich gegen Grippe impfen zu lassen. Der größte Vorteil der Impfung, genau wie bei Corona, trägt auch die gegen Grippe oft dazu bei, dass Menschen nicht so schwer krank werden, falls sie das Virus doch erwischt.